Guten Abend, meine Damen und Herren. Zürich ist seinen Schandfleck los. Die offene Drogenszene am Letten ist geschlossen. Sie wird irgendwie verdeckt weiter bestehen. Heute waren die Drogenkranken nicht mehr zu sehen. Leer war der Letten am Morgen dennoch nicht. Ein beachtlicher Aufmarsch von Fernsehteams und Journalisten bevölkerten ihn, um über Ereignisse zu berichten, die wesentlich unspektakulärer abliefen, als die meisten erwartet oder vielleicht gehofft hatten. Christoph Zuppingers Bericht über den Letten nach der Schließung. Punkt Mitternacht, das offizielle Ende der offenen Drogenszene am Letten. Auf der Kornhausbrücke über dem Letten zahlreiche Gaffer, Dutzende Journalisten. Die Fixer sind längst vom Letten verschwunden. Stacheldraht der widerstandsfähigsten Sorte riegelt den größten Teil des Lettens schon seit gestern Nachmittag ab. Verlassen stehen die improvisierten Tische da, wo Fixer ihre Spritzen vorbereitet hatten. Die neuen Bewohner des Lettens sind dafür nicht zu übersehen. Die Ratten überwinden auch massive Absperrungen. Morgendämmerung, 7.15 Uhr. Journalisten aus halb Europa filmen das leere Gelände und sich selber. Die Szene ist gespenstisch, Fixer und Dealer sind keine mehr da, selbst die Polizei ist nicht zu sehen. Erst um 8 erscheinen Polizisten in Kampfmontur, bereit zum symbolischen Akt. Sie schließen den allerletzten Zugang zum Letten. Die offene Drogenszene soll damit der Vergangenheit angehören. Das Lettenareal selber wird von Unrat gereinigt. Alle Zugänge zum Letten haben Polizeipatrouillen mittlerweile abgeriegelt. In den Wohnquartieren um den Letten greift die Polizei sichtbar härter durch. Dealer und Fixer werden im Freien festgenommen. Aber auch in Wohnungen fahndet die Polizei gezielt nach Drogenhändlern.